Nachdem die Assassinen die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Bis zum Herbst des Schreckens. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Fry jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Beeilen Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. Katie? Oh, bitte nicht. Nein, das darf er nicht. Lizzie? Nicht beide. Derselben Nacht. Nelly, denke an meine Worte. Jetzt geh. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Du hättest glauben sollen, Jacob. Und jetzt werde ich dich jagen. Ich weiß, dass du hier bist, Jack. Hat der Meister des Schreckens etwa Angst, dich zu zeigen? Ich bin dein Schatten, Jacob. Ja, und damit willkommen zu Jack the Ripper, das DLC für Assassin's Creed Syndicate. Es wird spannend. Und wir spielen sogar wirklich Jack the Ripper. Ich habe mich davor absolut nicht über das DLC informiert. Und wir jagen Jacob Fry 20 Jahre später, nach der Hauptstory. Ich werde jede von ihnen ausweiden, wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Er ist geflohen. Angst. Okay. Ein brutaler Takedown. Also man sieht schon, das Ganze hier hat eine etwas härtere Note. Boah, wir schlachten den Bullen ab. Wir sind ganz schön krank unterwegs, ha? Huh? Da bekommen alle Panik. Und Jacob? Hast du das gesehen? Komm schon, du Monster. Bring es zu Ende. Lauf, wie du willst, Jacob. Ich krieg dich. Jack ist eine ganz schön miese Sau, ha? Huh? Und Jacob scheint alt geworden zu sein, so in den Jahren. Ja, versteck dich nur hinter deinem Rauch, mein Freund. Ich muss nur deinem Geruch folgen, dem Geruch eines verwundeten Tieres. Ich wusste nicht, dass Jack the Ripper so krass unterwegs war. Als wären wir unter Drogen. Das Angstsystem. Verängstigen und dann in Panik setzen. Todesschrei oder Spießen. Wow, Jack kann ganz schön krank schreien, ha? Boah, was für ein durchner Typ. Er hat ihn aufgespießt. Schaut euch das an. Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich!
Das ist nicht unser Weg. Anscheinend schon, mein Freund. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss hier Jacob voll auf die Fresse geben. Evie wäre mir lieber gewesen. Er muss sterben. Mir entkommst du nicht. Wo bist du hin, mein Freund? Wo bist du hin? Hier drüben. Verfolgen wir seiner Spur? Keine Sorge, ich finde dich. Boah, wie ich hier jeden brutal ermorden könnte, wenn ich wollte. Alles klar, hier lang. Flieh zurück in dein Loch, kleine Maus. Und wir bleiben ganz lässig. Wo willst du denn hin, Jacob? Jack, du bist krank. Erkennst du die Ironie nicht, Bruder? Jack. Nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen zerstören würde. Nein, 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 nein! Jack, wir können dich heilen. Mich heilen? Ich bin die Heilung! Miss Fry. Inspektor Eberline. Warum genau haben Sie mich herbringen lassen? Seit Monaten jagen meine Männer und ich den Ripper rund um die Uhr und wir haben nichts vorzuweisen. Jedenfalls nichts für die Öffentlichkeit. Was hat der Ripper mit mir zu tun? Mein Bruder hat mich aus Indien hergerufen. Kann das nicht warten? Soweit ich weiß, sind Sie vielleicht die letzte Assassinin Londons. Wie meinen Sie das? Wo ist Jacob? Wenn ich das wüsste. Ihr Bruder ist unauffindbar, während ein ungreifbarer Schatten die fürchterlichsten Verbrechen begeht, die diese Stadt je gesehen hat. Und Sie glauben, das ist kein Zufall? Der Mörder ist wählerisch und leidenschaftslos und hat bisher nicht eine einzige Spur hinterlassen. Ein solches Talent für das Töten, ohne entdeckt zu werden, habe ich nur einmal erlebt. Bei meiner Arbeit mit Ihnen beiden. Und deshalb hat Jacob Sie gerufen, bevor er verschwand. Sie meinen, er ist tot? Das würde ich nicht wagen. Doch wenn dem so ist, sind Sie die einzige Person, die den Ripper stoppen kann. Kommen Sie. Mann, die ist aber ganz schön gealtert. Also ihr Bruder sieht ja eigentlich noch richtig gut und frisch aus. Naja, Männer, die altern noch besser. Aber sie hier, boah, rauchen und durchzockte Nächte. Tja, Evie, nicht mehr so schön. Ich bringe Sie an den Ort, wo der Ripper zuerst zuschlug. Wie alt ist sie jetzt? Mitte 40? Die Presse scheint immer zuerst davon zu erfahren. Wenn wir ankommen, sind alle Beweise bereits zertrampelt und am nächsten Tag triefen die Schlagzeilen vor Blut. Wie heute. Die zwischen Flower und Dean Street sind so gefährlich geworden, dass meine besten Constables Angst haben, nachts in Whitechapel auf Streife zu gehen. Nehmen wir doch eine Kutsche, ja? Ich möchte nicht schon wieder ein Ei ins Gesicht bekommen. Eine Kutsche? Muss ich sie fahren? Oh Gott, ich muss sie fahren. Das wird unangenehm. Bereit für Tod und Verderben? Was ist aus dem Bezirk geworden? Whitechapel ist voller Verbrechen, Miss Fry. Hier regiert allein der Schrecken. Woanders werden die Reichen reicher, aber hier leben die Armen von den Ärmsten und kämpfen jeden Tag ums Überleben. In der Presse genießt Whitechapel einen Ruf als Hort der Wilden, Monster und Werwölfe, die ehrliche Bürger in ständige Angst versetzen. Vor dem Ripper.
Okay. Dialog ist zu Ende. Sehr gut. Ich will ja nichts verpassen hier. Ruhig, Mädchen. Ho, 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 ho. Die alte Ivy. Nicht weit von hier wurde Mary Ann Nichols ermordet. Ich kannte sie als Polly, so wurde sie von ihren Freunden genannt. Aber die Frau, die hier starb, ist nicht dieselbe, die ich ein paar Mal im Frying Pan Pub traf. Aha, die preiswerte Polly. Ich habe gehofft, das könnten Sie mir sagen. Sehen Sie bitte selbst. Jungs, alles klar. Dann schauen wir uns mal Pollys Leiche an. Hier hat der Ripper seinen ersten Mord begangen. Wurde Miss Nichols identifiziert? Ihr Ehemann hatte sie seit 11 Jahren nicht gesehen. Er hat diese arme, geschändete Frau nur kurz angesehen, bevor er die Frechheit besaß, ihr für das zu vergeben, was sie ihm angetan hatte. Die Presse berichtete, dass Miss Nichols den Abdruck eines Rings am Finger hatte. Er wurde gewaltsam entfernt. Dasselbe gilt auch für die anderen Opfer. Und was nun? Ein bisschen strecken? Gut, keine Leiche. Der erste Tatort nur. Ich dachte schon, das wäre hier frisch. Aber Blut ist immer noch da. Hier hat man sie gefunden. Todeszeitpunkt vor 3 Monaten, mehrere Wunden. Und trotzdem ist hier noch Blut. Ich meine, auf Schlamm und Gras und Laub, da würde niemals noch Blut zu sehen sein nach 3 Monaten. Never. Allein bei Regen am nächsten Tag kannst du es gar nicht mehr sehen. Klar, man kann vielleicht noch DNS und so ein Zeug wahrnehmen, ja? Aber sehen? Never. Okay, Moment. Ein Handabdruck. Gekrochen hier rüber. Autsch, autsch, autsch. Bin tot. Aber eine Sache fehlt ja noch. Eine Sache fehlt hier noch. Vielleicht irgendwo hier vorne? Nein. Was fehlt uns? Abeline, komm schon, ich kann... Ich kleb in ihm drin. Ah, hier drüben. Der Baum. Blutspritzer. Ein Ring? Wirklich ein Ring? Der so spritzt? Naja. Moment, die Fluglaufbahn. Und dann hier drüben hin. Möglicherweise. Mann, ich fühle mich ein bisschen wie Batman. Und das ohne Gadgets und Wissenschaft. Einfach nur mit meinem Auge und meinem Sinn. Ich habe ihren Ring. Ein Assassinenring. Der lag hier 3 Monate. Sie weggeworfen haben. Ein verzweifelter Versuch, die Bruderschaft zu schützen. Sie glauben, es gab einen Grund? Ja, und die Nachrichten beschuldigen die Polizei, mich, die wichtigste Stadt der Welt, zurück in urzeitliche Barbarei verfallen zu lassen. Ich muss mich entschuldigen, Miss Fry. Ich habe noch in Whitechapel zu tun. Guten Tag, Inspektor. Danke für Ihre Diskretion. Okay. Belohnung. Ein bisschen was. Gut. Abeline hat hier wohl auch Freunde in der Stadt. Er braucht meine Hilfe. Gut. Ich muss Jacks Einfluss auf die Gangs in London brechen. Okay, wieder im Grunde genau das Gleiche, das wir schon im Hauptspiel gemacht haben. Irgendwelche Verstecke säubern und Menschen töten und Sachen ausspionieren und was weiß ich. Gut, wir schauen mal rein. Wie groß ist denn die Karte? Genauso groß wie eben die Karte im Hauptspiel, oder? Hier unten ein wenig Nebel. Könnte sein, dass wir nur hier das Gebiet hier oben haben. Na, hier drüben ist auch Nebel. Also 1, 2, 3 Bezirke. Oder sogar nur 2. Nur 2. Whitechapel hier drüben. Und dann eben City of London. Gut, kümmern wir uns hier erstmal darum, Whitechapel ein wenig zu befreien.
Töten oder am Leben lassen? I don't know. Ja, was wissen wir? Wir wissen, dass Jack Jacob kennt Jack. Und wie es scheint, war Jack eine Assassine. Und er spricht von Heilung, Geisteskrankheit, ja, geistige Verwirrung. Und Jacob konnte nicht reagieren, nicht richtig reagieren, weil er ja die Bruderschaft schützen will. Und die Frauen, die ermordet wurden, waren alles Frauen, die in Verbindung mit der Bruderschaft standen. Also Assassinen, Sympathisanten, je nachdem. Mehr wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass Jack ziemlich stark ist. Und gewalttätig, also richtig brutal. Wir haben gesehen, Jacob hatte gar keine Chance. Wahrscheinlich auch, weil Jacob ja sich zurückgehalten hat und Jack helfen wollte. Vielleicht irgendwann mal Freunde gewesen. Eine starke Sympathie zwischen den beiden mal gewesen. Sie waren auf jeden Fall sehr vertraut und Jacob wollte Jack nicht töten. Auch als er die Waffe greifen wollte, muss er ihn ja nicht unbedingt gleich hinrichten, sondern ja, ein Schuss ins Knie, in die Schulter. Hätte ihn ja auch ausgebremst. Kopfgeld, oh, ich hasse Kopfgeld. Habe ich Drogen? Ich habe Drogen und ich habe alle meine Upgrades, wie es scheint. Moment, wir schauen hier mal rein. Fähigkeiten. Oh, neue Fähigkeiten, Angstfähigkeiten. Inventar, was haben wir hier drin? Waffen. 900, ich habe kein Geld. Und wie es scheint, spielen wir vorerst nur Evie. Auf der Suche nach dem Bruderherz. Na gut. Let's take a look. Level 11. Wow. Wow, Level 11. Verdammt bitter. Können wir die übernehmen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Interessiert den Null, oder? Nee, wir können. Wir können Level 11 übernehmen. Bitte bring nicht den Typen um, den ich gefangen nehmen muss. Wow. Level 11, Leute. Moment, ich muss den rammen, aber ich klebe schon wieder überall. Die Steuerung hat sich nicht gebessert. Wo ist der Typ jetzt hin? Auf die andere Straßenseite hat er sich eine Droschke genommen. Der ist weg, oder? Nee. Nee, ich kann ihn noch holen. Komm schon, Mädchen, komm schon. Ja, hier drüben und zack. Na also. Halt die Klappe. Du brauchst einen Scheiß. Was? Hunchy Punchy? What is with this Hunchy Punchy about? Ein Punchy in dein Gesicht, die. Oh oh. Oh oh. Kein Rückwärtsgang. Warum? Jetzt. Jetzt, endlich. Oh nein, die Bullen! Klappe! Ich muss mich konzentrieren auf Rückwärtsfahren, was echt total knifflig ist. Oh, wieder ein Bulle. Renn, 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 renn. So. Lauf, du Gaul, du. Gut, den hätten wir. Hätten wir hier schon mal einen abgeliefert. Wir sind froh, ihn hinter Gittern zu sehen. Vielen Dank. Kein Problem. Und wir bekommen ganz ordentlich Geld. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Jack the Ripper. Es wird spannend. Der Einstieg war auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wie immer. Eine Bewertung da lassen, das wäre nett, wenn ihr mehr sehen wollt von dem DLC Jack the Ripper. Ansonsten eure Meinung gerne in die Kommentare reinhauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!